Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und auf der Digital Experience Veranstaltung am Intel Stand. Und hier wird ein schönes Tablet ausgestellt, und zwar von Hanwon. Schauen wir mal, ob es resistiv oder kapazitiv ist. Wie ihr sehen könnt, kapazitiv, denn es funktioniert mit dem Finger, aber nicht mit dem Fingernagel, also wie beim iPhone. Ihr könnt sehen, es ist auch schön dünn und an Anschlüssen ist vorhanden. Kopfhörer, Mikrofon, zweimal USB, dann hier ein Anschluss für den Video-Out. Und auf der anderen Seite einige Buttons, die man sicherlich selber belegen kann. Und ein DC-In. Ihr könnt es nochmal von allen Seiten sehen. Leider gab es dazu noch keine technischen Daten.